Machete braucht man ab und zu, aber auch einen Tropenhelm, bevor wir euch alle in den Dschungel nehmen wollen, wir uns natürlich erstmal vorstellen. Und zwar, ja, mein Name ist Elisabeth Schulze-Jägle. Ich kümmere mich jetzt schon seit 30 Jahren um das ganze Thema Lerntransfer, Wissensaustausch und habe ein besonderes Herz für ganzheitliches Stakeholder-Management. Und in dem Zusammenhang, viele wissen es wahrscheinlich auch, kümmere ich mich dann auch insbesondere um das Reinbringen von Betriebsräten in dieses ganze Thema. Und aus diesem Grund oder aufgrund dieses Fables haben sich dann die Wege von mir und von Michael gekreuzt. Und Michael, willst du dann auch mal kurz was zu dir sagen? Ja, wenn ich darf. Natürlich sehr gern. Aber vorher wollte ich mich noch ganz kurz bei Lisa, Frank und Jochen und Mareike bedanken für die bisher wirklich wahnsinnig toll organisierte und sensationell gelungene Veranstaltung bei euch nochmal bedanken. Ja, wie Oh. man unschwer hört, komme ich nicht aus Hamburg, sondern aus Waldorf. Ihr müsst aber keine Sorge haben. Ich verkaufe euch nichts, weil ich bin wahrscheinlich einer der wenigen von SAP, die keine Software verkaufen müssen, und ich habe auch damit nichts am Hut, denn im wahren Leben bin ich Facility Manager oder Facility Experte. Das heißt, ich baue und betreibe die Liegenschaften der SAP in Deutschland. Und in meiner zweiten Rolle bin ich Betriebsrat, also der natürliche Feind der Personaler und der Lernorganisation. Und ich bin heute hier, um das so ein Stück weit mit Elisabeth zu ändern. Und aus dem Grund habe ich auch zusammen mit einigen meiner Betriebsratskollegen ein Angebot für Betriebsräte, für Mitarbeiter im HR, Legal und Compliance, wenn es darum geht, Betriebsräte auf Augenhöhe zu bringen mit dem Thema Digitalisierung oder vielleicht aus dem Lerndschungel, wenn man so will, herauszuführen. Und wir haben auch mit unseren Kunden zusammen oder im Wesentlichen unsere Kunden an einem Zukunftsbild Betriebsrat 2025 gearbeitet. Also wie muss ich ein Personal um einen Betriebsrat ändern, um sich auf die neuen Herausforderungen, die es gibt, einzustellen. Und ich glaube, meinen virtuellen Tropenhut kann ich, glaube ich, wieder absetzen, weil so richtig sieht man den auch nicht. Elisabeth, danke dir. Doch, der ist gut. Ja, also, wie gesagt, spannende Themen. Wie gesagt, wir nehmen euch jetzt rein in den Dschungel und was wir mit Lerndschungel meinen und was für neue Rollen das bedeutet. Ihr seht mein Bildschirm, ja? Wundervoll. Gut, okay. Genau, was das für die neuen Rollen für den Betriebsrat bedeutet und das haben wir gestern noch dazu genommen, auch für HR, da wollen Michael und ich euch jetzt mitnehmen. So, ja, also wir gehen raus aus der Lernplantage und wir gehen rein in den Dschungel. Mit der Lernplantage meinen wir ja, strukturiertes Lernen, formelles Lernen, also das strukturiert ist im Rahmen von einer ja, Lernumgebung wie ein Learning Management System. Da auch gleich mal so eine Frage nebenbei in den Chat, die der Michael dann reinschreibt, die ihr dann gerne auch liken könnt. Und zwar, wie viele von euch beziehungsweise bei euch im Unternehmen ist denn eigentlich das Lernen mit der Lernplattform schon geregelt? Oder habt ihr das geregelt? Einfach mal ein Like rein. Wir kümmern uns jetzt nicht um diese strukturierten Lernumgebungen, sondern wie gesagt, wir gehen rein in den Dschungel und zwar da, wo das Lernen wirklich passiert, während der Arbeit, im Rahmen des normalen Arbeitsalltags. Und da stellt Michael auch noch mal eine Frage rein, wo wir auch noch mal um Likes bitten. Und zwar, inwieweit bei euch im Unternehmen das Lernen mit allen verfügbaren Tools, die einfach da sind, bereits schon geregelt ist. Genau, dann machen wir das mal soweit. Und wir, wie gesagt, wir nehmen euch jetzt mit in den Dschungel. Und zwar, wir meinen mit dem Dschungel da den digitalen Tool-Dschungel. Also, was man alles nutzen kann und darf und soll zum Lernen. Und da mal, Michael, mal so eine erste Rückmeldung. Gab es ein paar Likes für die ein oder andere Frage? Ich kann jetzt noch keine sehen, aber vielleicht kann uns auch die Lisa dabei noch helfen. Rückmeldungen, Feedback gibt es keine. Also heißt entweder, es sind Überlegen alle noch. genau, Ihr keine müsst ihnen ein Teilnehmer bisschen da, die Zeit lassen. Betriebsräte haben, oder Genau. ja,
Genau. Wir haben noch zwei andere Fragen, die stellt Michael auch rein und da könnt ihr auch mal langsam überlegen und was dazu schreiben. Und zwar einmal so eine Schätzung, wie viele Tools bei euch offiziell im Unternehmen für die digitale Zusammenarbeit genutzt werden. Und die zweite Frage ist, und da könnt ihr auch mal so eine Bauchschätzung machen, wie viele Tools bei euch inoffiziell zur digitalen Zusammenarbeit und zum Austausch benutzt werden. Einfach auch mal so einen Schuss reingeben und dann können wir uns das im Nachhinein dann nochmal anschauen. Ja, also hier mal eine andere Form des digitalen Lerntool-Dschungels und zwar, ich glaube, die meisten von euch kennen die Zusammenfassung von der Jane Hart, die Top Tools of Learning. Und das ist jetzt eine Abbildung vom letzten Jahr, die mir sehr gut gefallen hat, wenn man sagt, ja gut, das sind einfach die Tools, die ja, zum Lernen benutzt werden aus verschiedenen Punkten. Also da ist so quasi alles dabei, was man sich so vorstellen kann. Eine andere Geschichte nochmal. Wieso wir uns quasi mit diesem Dschungel beschäftigen und nicht mit den strukturierten Lernplattformen, ist, und das ist jetzt, glaube ich, letzte Woche genau erst rausgekommen von der Jane Hart, nämlich wieder die Top-Tools von 2021. Deswegen einfach nur mal die Auflistung. Da haben wir mal die Top 40 für Workplace-Related Learning, habe ich euch da mal draufgezogen. Und vier von diesen 40 sind eigentlich klassisch mit E-Learning-Tool oder E-Learning-Plattform. Also E-Learning-Plattform fängt dann erst mit 35, bei Platz 35 mit Moodle an. Es sind eigentlich klassische Lerntools. Alles andere ist, das sieht ihr schon, was da ist, wir Videoplattformen, Suchmaschinen, offizielle Wikipedia ist dabei, dann LinkedIn einfach als soziales Netzwerk. Also wie gesagt, wir gucken von den Regelungen, was das bedeutet, einfach auf die 35 Tools hin und lassen mal die 5, die man so landläufig zum Lernen nutzt sollte und wo eben auch viele Regelungen dann erstmal bestehen, mal komplett außer Acht. Ja, was bedeutet es jetzt, diese Nutzung von diesen ganz vielen verschiedenen Tools im Alltag, im Unternehmen? Ja, dass man einfach Wissen-Tests ganz locker und flockig und leicht, die dies können. Ich arbeite da zum Beispiel mit einem Finanzbereich zusammen und Finanzleute können sehr gut mit Forms und Power BI und sonstiges umgehen. Man kann halt unglaublich schnell mit MS Forms Wissenstests zum Beispiel erstellen. Man kann, das hat sich auch so rauskristallisiert im letzten Jahr, gerade diese ganzen digitalen Whiteboards, unwahrscheinlich toll kuratierte Wissensinhalte in dem Moodle zusammenstellen und einfach teilen. Also wie gesagt, noch dazu ein Tool, wo die Datenhaltung noch nicht mal im Unternehmen stattfindet. Naja, und MS Teams, ich habe jetzt MS Teams genommen, weil das eben meistens in den Unternehmen genutzt wird als Videokonferenz-Tool, Aufzeichnungen von MS Teams-Sessions, das ist einfacher geht es dann eigentlich gar nicht. Man kann, wie gesagt, Experteninterviews, kleine Videos damit drehen, also das ist super easy und das sind eigentlich nur so jetzt drei Beispiele aus meinem Alltag, die zur Diskussion dann schon mal zeigen, wo es dahin geht. Und Michael, hast du noch ein paar Beispiele? Ja, ich habe Beispiele, allerdings jetzt, um vielleicht bei dem MS Teams zu bleiben, bei deinem Beispiel. Wir hatten das ursprünglich auch geregelt, allerdings natürlich als Kollaborationstool und hatten, was weiß ich, den Ausschluss von Leistungs- und Verhaltenskontrolle, Datenschutz, Löschfristen, Berechtigungskonzept und so weiter geregelt. Ja. Dass das heute von zu Experten-Sessions genutzt wird, dass auch Schulungen quasi darüber erstellt werden, ja letzten Endes sozusagen Schulungsteilnahme ermöglicht wird und so weiter. Daran hatten wir zu dem ursprünglichen Zeitpunkt gar nicht gedacht und hatten das auch nicht geregelt, logischerweise. Ja. Und die ganzen Herausforderungen, die dann Betriebsräte damit haben, wie es üblicherweise läuft. Das heißt, der Arbeitgeber reicht Schulungen ein,
auch für die Lernplattform, wo dann geguckt wird, ja, ist die Qualität in Ordnung, ergeben die Schulungen Sinn, wo sich die Betriebsräte dann darüber ärgern, sind heute die Personaler und die Betriebsräte bei selbst aufgebauten Schulungen nicht mehr dabei. Und was noch dazu kommt aus Betriebsrätesicht, ist natürlich, dass alles andere, was üblicherweise in den Lernplattformen geregelt wird, wie Teilnehmerlisten, Leistungs- und Verhaltenskontrolle und solche Dinge quasi dann natürlich nicht geregelt sind. Und die spannende Frage am Ende aus Betriebsrätesicht auch, ob die Experten, die letzten Endes selber Schulungen erstellen, also Schulung in Anführungszeichen, ob die letzten Endes dann überhaupt diese Regelungen kennen, die es im Betrieb gibt und ob zum Beispiel Teams oder Zoom und wie die ganzen Tools dann heißen, überhaupt unter die bisherigen betrieblichen Regelungen fallen. Und was vielleicht noch dazu kommt, neben der klassischen Schulung ist, dass man über diese ganzen Tools natürlich dann auch noch Umfragen machen kann. Ja, wie hat dir jetzt der Referent gefallen? Wie hat dir der Inhalt gefallen? Was üblicherweise auch bei Personal- und Betriebsräten erstmal unter die Mitbestimmung fällt, was dann natürlich bei solchen Tools nicht geregelt ist. Genau, also willkommen im Dschungel, kann man da nur sagen. Zusammengefasst einfach auch das, was das alles bedeutet eben, dass jeder, also jeder kann einfach Wissensinhalte erstellen und die Leute tun's. Weil es einfach ganz natürlich ist, wenn man den ganzen Tag mit diesen Tools arbeitet, dann natürlich auch solche Dinge erstellt. Es gibt unwahrscheinlich gute Experten, Netzwerker etc. pp. Sowieso in der ganzen Mitarbeiterschaft, die schon sehr gut vernetzt sind. Und Michael, du hast das gerade gesagt, ne? Es ist ja nicht allein, dass man sagt, man macht einen Wissensinhalt und macht ein Teams-Recording, sondern die fangen wirklich an, ganze Lernpfade zu erstellen. Ne? Da fängt es dann an, ne? Ich möchte mal wissen, was die Leute noch dazu sagen. Ich hänge einen Test dran. Ich will wissen, was sie gemacht haben. Ich hänge noch eine Umfrage dran. Ich hänge noch was Kuratiertes in den Moodle rein. Also das geht landläufig dann relativ schnell, vor allem, wenn man dann einfach auch noch Mitarbeiter hat, die, also wie gesagt, ich habe da sehr viel von den Kollegen aus dem Finanzbereich gelernt, zum Thema dann noch Visualisierung von Geschichten. Die sind da wirklich nicht schlecht in Datenvisualisierungen, was man da dann alles machen kann. Und das ist natürlich dann wirft eben genau diese Fragen auf, Michael, wo du jetzt schon mal angerissen hast, die so komplett in den Graubereich reingehen. Was ist so dieser Grundgeschichte, was da passiert? Das ist so ein erster Strukturierungsimpuls, den wir euch da mitgeben wollen, den ich dann auch immer mit den Betriebsräten zusammen auch mal diskutiere oder wo man so hingucken muss, dass das wir alles von Tools reden. Also diese 35 Tools, die wir da auch auf Jane Harts Liste gesetzt haben, die sind eigentlich, den ihr Hauptverwendungszweck ist ein ganz anderer. Und die sind auch, diese Tools werden auch aus ganz anderen Gründen bei einem Unternehmen eingesetzt, und zwar vorrangig eben zum Arbeiten und zur Verbreitung von Informationen. Jetzt werden diese Tools aber auch zum Lernen benutzt. Das heißt, die werden zu einem sogenannten Bildungs- oder Lerntool. Das heißt, der Verwendungszweck erweitert sich. Und wenn sich dieser Verwendungszweck erweitert, wenn aus so einem Arbeitstool ein Lerntool wird, dann bedeutet es, dass eben auch Betriebsvereinbarungen erweitert werden müssen oder sollten. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass sich die Rollen aus diesem klassischen strukturierten Format von Betriebsrat und HR auch erweitern. Und das ist so einfach so der Punkt, dass man da schon einfach mal hinguckt mit dem Hauptverwendungszweck. Ja, und dann, was sollte jetzt dann eigentlich alles bedacht, geregelt und strukturiert werden? So ein kleines Best-of. Michael, was sagst du dazu? Ja, passt eigentlich ganz gut mit dem Feedback, was ich aus vielen Unternehmen bekomme. Geht aus meiner Sicht so in drei grobe Richtungen. Das eine ist, je größer das Unternehmen und je globaler das Unternehmen, desto größer der Wildwuchs. Meistens ja gerade, wenn aus dem Ausland oder über den Teich Tools eingesetzt werden, die sich an der deutschen Mitbestimmung irgendwie vorbeimogeln. Oder wenn eben Mitarbeiter aus ihrer Notwendigkeit heraus Tools einsetzen, die sie aus dem privaten, aus dem persönlichen Umfeld kennen und nutzen. Ja, mit Glück bewegt man sich vielleicht noch in den Graubereich. Ja. Manchmal sehe ich aber auch ein Unternehmen, das Software im Einsatz ist, Tools im Einsatz sind, die eigentlich blacklisted sind, die eigentlich aus Security-Gründen oder aus Datenschutzgründen gar nicht im Einsatz sein dürfen. Das bietet aus meiner Sicht die Chance für neue Rollen innerhalb von Personal und von Betriebsrat. Denn ich glaube,
für beide Rollen, HR und Betriebsrat, geht es darum, künftig die Nutzer aufzuklären, wenn man diese Tools trotzdem nutzt. Das ist so ein bekanntes Beispiel aus letzter Zeit, war mal Clubhouse, dass einfach die Mitarbeiter wissen, welche Risiken gibt es, was darf man, was darf man nicht. Das heißt, die Einstellung der Mitarbeiter muss geändert werden. Und damit glaube ich auch, dass der Inhalt von Schulungen sich künftig deutlich ändert. Diese Hinweise, warum darfst du bestimmte Sachen nicht, sind, glaube ich, viel, viel wichtiger als der reine Inhalt bestimmter Sachen zu vermitteln. Und was, glaube ich, noch dazu kommt, abschließend zu dem einen Punkt, ist, dass natürlich auch die unterschiedlichen Zielgruppen in den Unternehmen natürlich ganz unterschiedlich arbeiten. Vielleicht noch einen Punkt dazu. Unsere jungen Kollegen, ich weiß nicht, Elisabeth, welche Erfahrung du gemacht hast, ja. Ich sag mal, die mit dem Smartphone morgens aufwachen und damit aufgewachsen sind, die lassen sich in aller Regel auch relativ wenig eigentlich vorschreiben. Die kann man höchstens aufklären über solche Sachen, Aufklärungskampagnen machen. Vielleicht kann man auch noch von den Mitarbeitern Familien mit einbeziehen in solche Punkte. Denn meistens sitzt ja gerade das Sicherheitsproblem eher vorm PC oder vorm Smartphone. Und deswegen glaube ich auch, dass man vielleicht an der Stelle nochmal durchgreifen und angreifen könnte. Genau, da viel strukturiert, deswegen auch nochmal zusammengefasst, so 4 Thesen, die wir haben, die wir euch alle oder wir uns alle ans Herz legen wollen. Die erste These ist einfach, ja, also der Dschungel wird bleiben. Der wird bleiben und der soll auch bleiben. Und es geht einfach darum, dass man sagt, okay, wie kann man diese Potenziale, dieser Lernschungel einfach bietet, dieser digitale Blumenstrauß, den man da einfach hat an Möglichkeiten, an Potenzialen, diese Tools kreativ auch zum Wissenstransfer zu nutzen, dann einfach auch nutzen kann. Also Michael, du hast ja schon gesagt, ne, Potenziale sehen, man muss da einfach auch die Fähigkeiten und das Mindset von den Mitarbeitern ganz anders machen. Das ist eben These 2, wo es dann reingeht schon in die Änderung, nämlich, okay, wie bewege ich mich im Dschungel? Was kann ich benutzen, gerade in der betrieblichen, also was ich privat nutze, ist das eine. Was ich betrieblich im betrieblichen Kontext nutze, ist das andere. Aber das bedeutet, dass ich, weil es ja alle machen können, natürlich auch allen beibringen sollte, wie ich mich dann einfach auch bewege im Dschungel. Was kann man, was darf man, was ist erlaubt, was nicht und wie nutze ich es dann und wenn ich es dann nutze, wie nutze ich es dann einfach richtig, auch in Richtung mit Umgang personenbezogenen Daten. These 3, Michael? Du hast es vorhin schon richtig gesagt. Ich glaube, den Urwald platt machen und roden bringt nichts. Und da können, glaube ich, auch die Betriebsräte noch so viel rumsägen und machen. Sie werden den Dschungel nicht platt kriegen. Und deshalb, glaube ich, gibt es so den dritte Schwerpunkt, dass die Mitarbeitervertretungsgremien eine neue Rolle bekommen oder eine zentrale Bedeutung auch in dem Umgang mit dem Lernen, glaube ich, bekommen. Verbote bringen uns, glaube ich, alle nicht weiter. Und das Aussitzen bestimmter Punkte, glaube ich, bringt die Mitarbeiter und die Firma auch nicht weiter. Das heißt, an der Stelle geht es eher darum, proaktiv als Betriebsrat, als Personalrat unterwegs zu sein, nicht mehr mit Verboten zu arbeiten. Ich glaube, wenn man sich gesellschaftspolitisch heute umschaut, die meisten wollen sich auch nichts mehr vorschreiben lassen, sondern als Betriebsrat dann vielleicht solche Sachen proaktiv aufnehmen, vielleicht auch eine entsprechende Kommunikation dazu starten, dass einfach auch die Mitarbeiter wissen, der Betriebsrat ist dabei, der Betriebsrat ist überzeugt und dass auch die Mitarbeiter das Gefühl haben, der Betriebsrat ist auf Augenhöhe oder versucht sich zumindest auf Augenhöhe zu bringen und jammert nicht nur die ganze Zeit. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass die Betriebsräte solche neuen Systeme und Tools wirklich selber im Einsatz haben und ausprobieren. Also wir als Betriebsrat oder ich als Betriebsrat habe das schon vor vielen Jahren gemacht mit Teams im Rahmen von der digitalen Betriebsratsarbeit, dass einfach auch die Mitarbeiter wissen, wir als Betriebsrat stehen hinter solche Sachen. Und ich glaube, ich glaube, diese Trichterfunktion, die letzten Endes der Betriebsrat hat, ja, wo die ganzen Systeme, die ganzen Punkte reinkommen, verhält sich wie ein Spinnennetz. Und ich glaube auch, dass weder die Personale alleine noch der Betriebsrat alleine weiterkommen, sondern die brauchen heute die Datenschützer, die Führungskräfte, die Fachbereiche,
um einfach eben innovative und kreative Nutzungsszenarien an den Start zu bringen und vielleicht erst dann hinterher auch eine Regelung zu machen. Genau, also Entdecker sein, Pioniere sein, die Potenziale des Dschungels nutzen, also vollkommen neue Rollen zum Thema, man ist da der Controlletti in der großen Lernplantage und wie immer gilt da auch der Spruch, dass man es halt dann auch wirklich nur gemeinsam schafft, also das sind so viele Fragestellungen, Dinge, die zu klären sind, die weder HR noch der Betriebsrat noch die IT noch sonst wieder alleine machen kann. Also gemeinsam geht es am besten. Wir hoffen, es war das ein oder andere für euch als Impuls schon mit dabei. Ja, und dann danke ich erstmal für eure Aufmerksamkeit.